Friede sei mit euch, mein Freund. Eure Anwesenheit hier wird Frieden bringen. Hoffen wir, dass wir uns danach auch nochmal sehen. Der Arsch hat uns wirklich verraten, ey. Okay, ich glaube, wir kommen nicht hier zurück. So viele Unschuldige. Ich muss aufpassen, dass ich ihnen kein Leid zufüge. Lass mich bitte durch. Mann, dieser blöde Controller. Immer musste mir kurz sagen, er geht fast aus. Hä, wo muss ich hin? Zeigt an. So, ich kann hier hinten auch noch raus. Hier war ich nämlich vorher noch gar nicht. So, kleine Pickelpause gemacht. Jetzt können wir auch wieder weitermachen. Ja, der Typ, der scheint uns echt... Wow. Was ist jetzt los? Ah, der Schüler kehrt zurück. Ich war nie fürs Davonlaufen. Und nie fürs Zuhören gleichwohl. Deshalb lebe ich noch. Was soll ich mit euch machen? Lasst mich gehen. Oh, Alter, ihr. Ich höre den Hass in euren Worten. Spüre seine Hitze. Euch gehen lassen? Das wäre unklug. Warum tut ihr das? Ich fand Beweise. Beweise für was? Dass nichts wahr ist und dass alles erlaubt ist. Kommt, vernichtet den Verräter, stoßt ihn aus dieser Welt. Habt ihr echt viel zu viel Scheiße im Hirn, Alter, du Meister. Quasi alle, die ich hier umgebracht habe, hat er jetzt wieder hergeholt, oder was? So. War das alles, ja? Zeigt euch! Oder habt ihr Angst? Ich habe vor tausenden Männern gestanden. Jeder davon euch überlegen. Und sie alle sind gestorben. Durch meine Hand. Ich habe keine Angst. Wer weiß das? Ich habe auch keine Angst vor euch, Meister. Was sollte ich fürchten? Seht nur, über welche Macht ich verfüge. What the fuck? What the fuck, Alter, was ist denn jetzt los? Ey, wie viel von den Typen sind das jetzt eigentlich? Sind das 6, 7, 8 Stück? Habt ihr noch ein letztes Wort? Ihr habt mich belogen.
nanntet Roberts Ziele schändlich, während ihr dieselben verfolgtet. Ich konnte nie besonders gut teilen. Ihr könnt nicht obsiegen. Andere werden die Kraft haben, euch zu widerstehen. Und solange Menschen einen freien Willen haben, kann es keinen Frieden geben. Den letzten, der so sprach, habe ich getötet. Kühne Worte, Junge. Aber nur Worte. Dann lasst mich gehen. Ich lasse Taten folgen. Sagt mir, Meister, was macht mich anders als die anderen? Warum durfte ich meinen Verstand behalten? Wer ihr seid und was ihr tut, ist zu stark verflochten. Euch des einen zu berauben, hieße mir das andere nehmen. Und diese Templer mussten sterben. Aber die Wahrheit ist, ich versuchte es. In meiner Kammer, als ich euch den Schatz zeigte. Aber ihr seid nicht wie die anderen. Ihr habt die Illusion durchschaut. Illusion? Mehr ist es nie gewesen. Dieser Templerschatz. Dieser ewige. Dieses Wort Gottes. Versteht ihr nun? Das Rote Meer wurde nie geteilt. Wasser nie in Wein verwandelt. Nicht die Machenschaften Eris lösten den Trojanischen Krieg aus, sondern das. Illusionen! Allesamt! Was ihr plant, ist nicht weniger eine Illusion. Menschen gegen ihren Willen zu zwingen, euch zu folgen. Ist es denn weniger real als die Phantome, denen die Sarazenen und Kreuzfahrer folgen? Diese feigen Götter, die die Welt im Stich lassen, während die Menschen sich in ihrem Namen gegenseitig dahinmetzeln. Sie leben bereits in einer Illusion. Es ist einfach, ihnen eine andere zu geben. Eine, die weniger Blut fordert. Wenigstens folgen sie diesen freiwillig. Tun sie das? Abgesehen von einigen Bekehrten und Ungläubigen? Das ist Unrecht. Ah, nun hat euch die Logik verlassen. Stattdessen gebt ihr euch Gefühlen hin. Was wird nun also geschehen? Ihr werdet mir nicht folgen und ich kann euch nicht zwingen. Und ihr weigert euch, die teuflischen Pläne aufzugeben? Dann scheint es, als stecken wir in einem Engpass. Nein, wir sind am Ende. Ah, ich werde euch vermissen, Alter, ihr. Hier war mein bester Schüler. So, gibt's einen Endkampf oder was? Blind, Alter, ihr. Ihr wart die ganze Zeit über blind und werdet es immer sein. Hä? Was passiert hier? Kann ich hier noch irgendwas machen oder ist das jetzt quasi ein Bug? Weiß gerade nicht weiter. Ach, da unten steht er. Wo bist du miese Wurst, Alter? Wo ist diese miese Wurst hin? Ach, da unten. Thank you.
Ich werde euch töten, Alter. Wie eine Assassinenfahne. Ey, hörst bitte auf, mich zu treten. Alter. Ach du Scheiße. So. Unmöglich. Der Schüler kann den Meister nicht besiegen. Oh doch. Wahrhaftig, alles ist erlaubt. So scheint es. Ihr habt gesiegt. Geht und nehmt euren Preis entgegen. Ihr habt mit dem Feuer gespielt, alter Mann. Es hätte zerstört werden sollen. Das einzige Zerstören, das die Kreuzzüge beenden und wahren Frieden schaffen kann? Niemals. Dann tue ich es. Das wird sich zeigen. Und ich richte mein Herz darauf zu erkennen, Weisheit, Torheit und Narretei. Ich erkannte, dass auch dieser Eisenstrebler Wind war. Denn in der ganzen Weisheit ist viel verloren. Kann ich dieses Teil zerstören irgendwie? Ach so. Aha. Da wird jetzt quasi angezeigt, wo die einzelnen Splitter sind. Ich kann es nicht. Ihr könnt, alter Junge. Aber ihr werdet nicht. Ist es das, was wirklich der Doc haben wollte? Wir werden es mal gleich erfahren. Was war das, verdammt? Und? Wir haben die Karte. Wie viele? Mindestens ein halbes Dutzend. Wir brauchen sie nicht alle. Wir sollten auch einen gewissen Schwund voraussetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch alle funktionieren. Wenigstens zwei befinden sich auf Landmassen, die es gar nicht mehr gibt. Wir schicken Teams zu allen Standorten und finden es heraus. Immerhin brauchen wir nur einen. Und der Rest? Sammeln Sie die ein. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein verdammter Überlebender, der in der neuen Welt Ärger macht. Der Assassine? Wir haben, was wir brauchen. Töten Sie ihn. Halt! Sie wissen, wie die Dinger funktionieren. Wir können da nicht einfach reinspazieren. Was meinen Sie? Wir könnten ihn noch brauchen. Seine Erinnerungen. Ich empfehle, ihn festzuhalten, bis wir sicher sind, dass uns an den Fundstellen keine Überraschungen erwarten. Das ist Zeit. Sie haben es doch selbst gesagt. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Also gut. Stellen Sie sicher, dass wir ihn nicht mehr brauchen. Dann töten Sie ihn. Gut. Untergraben Sie meine Autorität nicht. Ich habe Ihnen den Arsch gerettet. Gehen wir. Wir haben noch viel zu tun. Machen Sie es sich nicht zu gemütlich. Wir kommen bald genug auf Sie zurück. Und was zum Teufel ist das? Ein Hexagramm. Okay, da komme ich nicht mehr weiter. Dann würde ich sagen, machen wir hier kurz einen Cut. Und machen dann beim nächsten Mal weiter.